Hallo ihr Lieben, wir spielen wieder Mario Kart 8 und ich spiele natürlich nicht alleine, denn das wäre mir zu langweilig. Ich habe einen Gast. Der Gonzo. Hallo. Welche Überraschung. Euer Gonzo. Genau, unser Gonzo. Ja, wobei, ich hätte auch wirklich gerne mal mit jemand anders noch gespielt. Also ich rufe an dieser Stelle auf, jeder, der Mario Kart 8 hat und Lust hat, mal in einer bunten Runde mitzuspielen. Ich hätte richtig Bock auf so eine Art Community Mario Kart 8. Also wenn sich irgendwie so 3, 4 Leute finden würden, dass wir so eine kleine Skype-Konfi machen und dann so einen voll coolen Mario Kart 8 Part. Da und hätte ich Bock drauf. Mit mehreren Leuten über Skype? Na klar. Oh, wusste ich nicht. Kommt zu unser Skype-Loop. ich entdecke jetzt Skype. Genau. Nee, also Tatsache, man kann bei Skype Konferenzen abhalten. Und dann könnte man das so machen. Ich würde alles aufnehmen, ihr müsst nichts haben. Ihr müsst eigentlich nur ein Headset und Skype haben und natürlich das Mario Kart online spielen können dabei. Und dann könnten wir volle Möhre richtig cool Spaß und Bock haben. Spock haben. Am besten setzen wir Amazon-Links für dieses für die ganze Hardware unten in die Beschreibung, damit genau. Leute bestellen können. Um teilzuhaben an unserem Spiel. Wir spielen übrigens Arena hier, diese Arena-Kämpfer. Ja, stimmt, genau. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe bei dem ganzen Let's Play noch nicht gezeigt, wie die Schlacht abläuft. Die Battles, die Schlachten. Und zwar seht ihr ja, ich meine, das kennt man letztendlich eigentlich auch aus früheren Mario Karts. Wir haben hier 3 lustige Ballons, wenn Gonzo noch alle hat. Noch habe ich alle rein, aber es sieht ja eh keiner. Weil wir wieder vergessen haben, meine Sachen mit aufzunehmen und später reinzuschneiden. Stimmt, du hast recht. Das wäre eine Idee fürs nächste Mal. Ja, ist eine gute Idee. Aber gut, alle kann man eh nicht zeigen, wenn ich jetzt wirklich so eine große Konferenz hätte. Aber so für uns beide könnte man eigentlich mal machen. Dann könnte man ja so ein bisschen die Bildmitte links und rechts ein bisschen wegschnippen. Hast du mich gerade getroffen? Ich glaube, es hackt. Könntest du mich als kleines Fenster einfügen? Genau. Dann zwischendurch einfach mal switchen. Da, wo es spannend wird. Bei mir wird nichts spannend. Egal, Ja, die Arena-Sache, die haben ja keine richtigen Arenen mehr, wo man sich bekriegen kann, sondern es sind genau. Die normalen Rennstrecken. Genau, das ist es nämlich. Das wurde auch ganz scharf kritisiert am Anfang. Also wir fahren die ganz normalen Strecken. Es sind auch nicht alle verfügbar, weil manche natürlich nicht rückwärts befahrbar sind. Aber wir fahren die ganz normalen Strecken ab und können aber eben in jede Richtung fahren. Und die Startpositionen sind halt zufällig. Alle Spieler werden quer auf der Karte irgendwie verteilt in verschiedene Richtungen. Und dann geht's halt ab. Und ja, wer halt keine Ballons mehr hat, das werden wir dann am besten einfach mal sehen. Was da passiert. Ja, wenn wir gleich der sehen. Ist jedenfalls der größte Noob. So, und wenn man halt besonders viele Leute erwischt hat über die Zeit hinweg, man sieht ja unten rechts auch einen kleinen Counter. Das heißt, das Ganze ist begrenzt auf eine gewisse Zeit, verdammt. Da kam ich dir gerade entgegen. Aber ja, schade. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann endet das Ganze, egal ob noch mehrere Spieler Ballons haben, dann zählt eben der Counter, der unten links ist, wer eben am meisten Leute getroffen hat oder eben auch zeitgleich noch am meisten Ballons hat, das zählt irgendwie mit. Also meine 3 heißt jetzt, ich habe 2 Ballons und habe irgendwie einmal erwischt. So, und was wir jetzt hier links sehen, ist ein Panzer, der durch die Gegend fährt. Ja, hab dich getroffen, also hast du nicht. Körperlich gerammt. Ich wollte gerade sagen. Nicht mit Waffen. So, hier, hui, Bomben schmeißen. Es soll angeblich auch blaue Panzer hier geben. Die würden dann entsprechend den Spieler treffen, der gerade am besten dasteht, schätze ich mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich habe es auch noch nicht erlebt. Und ansonsten gibt es eben hier auch alle anderen Items, wobei die grünen Panzer die am allermeisten erscheinenden Items sind. Es gibt noch Bananen. Ah, ich hatte vorhin auch schon mal wieder so einen lustigen Plooper. Platz 5, hey! Und alle 3 sind 2. Ey, wieso bist du besser als ich? Wen hast du erst getroffen? Weiß ich nicht. Hab ich dir das erlaubt, besser zu sein als ich, oder was? Ich hab dir gesagt, ich passe nicht auf, was ich tue, wenn ich rede. Toll. Ich bin ein unkalkulierbares Risiko. Gefahr. Eine, wie auch immer. Furchtbar. Ja, jedenfalls, wenn man die 3 Ballons verliert, dann kann man als Geist weiter in die Strecke unsicher machen. Deswegen haben wir da eben auch so einen lustigen Panzer durch die Gegend kochen sehen. Ja, da kann man dann entsprechend noch Spieler aufhalten, kriegt aber, soweit ich weiß, keine Punkte mehr dafür. Also man kann halt nicht als Geist noch Erster werden, das geht dann nicht. Also sieht man dann auch die Geister gar nicht? Nee, man sieht nur, wenn sie ein Item hinten dran halten. Also wenn du jetzt den Panzer festhältst und durch die Gegend fährst, dann sieht es aus, als wenn der Panzer durch die Gegend fährt halt. Mhm, sehr schön gelöst.
Ist halt ganz süß gemacht, ja, weil du kannst die Geistertatsache überhaupt nicht sehen. Du siehst dich selber zwar so schemenhaft dargestellt so ein bisschen, aber du kannst die anderen alle nicht sehen, die Geister. Ach so. Hui, in die Wüste geht's. Habe das noch nie so sehr ausprobiert, dieses Arena-Kampf. Ja, wie gesagt, das ist auch ist gar nicht mehr so gut angekommen. Ich muss sagen, ich habe es bei einem Let's Player aber ganz gerne geguckt. Der hat es irgendwie hingekriegt, das ganz unterhaltsam zu gestalten. Meinst du jetzt die ursprünglichen Arena-Kämpfe? Damals oder Nee, das jetzt hier hier, jetzt? das jetzt hier. Ach so, das hier. Habe ich Ich das dachte, die jetzt auch kaum alten. gespielt. Nee, die alten kann ich aber auch nicht so richtig. Obwohl, doch bei Mario Kart Wii habe ich das noch relativ ausgiebig gespielt mit einem Kumpel. Da kann ich Ja. mich sogar noch dran erinnern. Und beim GameCube Mario haben wir es auch so ab und an mal gespielt, aber nicht so intensiv. Ich meine, bei Mario Kart Wii gab es noch diesen Skaterpark mit diesen ganzen Pipes und so. Ja, Da das hat meine erinnert Frau mich mich an dann auch was. fertig gemacht. Ich bin nicht sehr gut in Mario Kart. Ah ja, so wie ich mich von John fertig machen lassen musste in Super Mario Kart. Oh Mann, ey, und dieser Silvester-Livestream, der war der Hammer. Es wird Zeit, Dark Souls im Koop zu spielen. Da zeige ich dir, wo der Frosch die Locken hat. Das bezweifle ich nicht mal. Dark Souls, nee, ich weiß nicht, mit Dark Souls kann ich absolut nichts anfangen. Ich bin ja jetzt dadurch, dass, wenn John hier ist, er natürlich auch aufnimmt, gucke ich ja manchmal quasi gezwungenermaßen zu. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie schlimm finde oder so, aber es packt mich nicht. Ich kann dem Spiel nichts abgewinnen. Ich Er ist weiß ja noch nicht. bei Teil 2 dran, ne? Ja, genau, er spielt ja Teil 2 momentan. Die DLCs. Genau, die, genau. Aber er hat sich ja auch zu viel Zeit gelassen. Er hat noch so viele andere Projekte gehabt und hat dann Dark Souls so ein bisschen nebenbei gemacht. Ja. Und wann ist das rausgekommen? Anfang letzten Jahres oder so? Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, dafür bin ich da zu wenig in der Materie drin. Aber ich habe es auf jeden Fall schon längst dreimal durch, dann beiseite gelegt. Und die anderen beiden Souls-Spiele noch jeweils zweimal durchgespielt in der ganzen Zeit. Ich habe das dann bei Gary geguckt. Gary the Ah, Gamerit, okay. Dark Souls 2. Der gute Gary. Sei gegrüßt an dieser Stelle, auch wenn er garantiert nicht zuguckt. Mir ist schon aufgefallen, der Gary, der hat es nicht so mit Albernheiten. Also, ne, der ist nicht so albern. Nee, Also, ich bin ja ein überhaupt sehr, nicht. sehr alberner Mensch. Und Der Gary hat so Gary ist diese. ein scheiß ernster Typ, der teilweise auch ein Arsch sein kann und ein Rechtschreib- und Grammatikfetischist ist. So. Er ist Ich ja in glaube, so Ordnung, kann man ihn beschreiben. er hört ja auch gar nicht zu, deswegen können wir ja über ihn sagen, was wir wollen. Ja, leider. Es wäre so schön, wenn der Gary jetzt zugucken würde. Ah, shit, das war knapp. Ich hätte es fast getroffen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin extrem unkonzentriert. Ich bin voll am Quatschen und mache hier nichts. Das ist furchtbar. Ich muss ja mal irgendwann die Leute hier abballern und mal ein bisschen was erreichen. Ich Ich habe ja. bin echt im Geist. Cool. Ich habe es wieder mal gar nicht mitbekommen. Ich bin auch nur am Quatschen. Ich bin auch schon wieder seit 3 Uhr morgens wach. Ach Gott. Heute Morgen arbeiten. Ach so, du warst arbeiten, na gut. Ich dachte schon, du bist irgendwie aus Langeweile um 3 Uhr aufgestanden. Nee, wenn ich frei habe, stehe ich so gegen 4 Uhr auf. Ach so, ist ja. Zum Aufnehmen natürlich und so. Ja, okay, ist ja ein Unterschied. Yeah, ich bin Platz 2. Wuhu! Obwohl ich nichts geschafft habe. Aber wenn man sich nicht viel treffen lässt, dann reicht das wohl auch schon. Müsste ich eigentlich den Zuschauern erklären, warum mein Avatar Heisenberg heißt? Ja, es wäre cool. Aus, jetzt nichts falsch sagen, Breaking Bad. So. Nicht Baking Bad. Damit kannst du wahrscheinlich nichts anfangen, ne? Mit Baking Bad. Nee, nicht wirklich. Okay. Das muss ich mir mal angucken bei Rocket Beans auf YouTube. Du mit deinen Rocket Beans. Es ist eine ganz alte Aufnahme, wo sie, zum Beispiel den Milchschnitte-Cake gemacht haben. Okay. Auf Englisch. Die haben auf Englisch moderiert. Wie sie aus Milchschnitte, Nutella und Rocher versuchen, einen Kuchen zusammenzustellen. Oh mein Eine Gott. Torte. Komplett auf Englisch. Oder Brot. Einmal mit Brot. Das ist so geil. Die haben keine Ahnung vom Backen und versuchen, ein Brot zu machen und dann auch noch mit diesem schlechten Englisch. Das ist göttlich. Oh Mann, ey. Also Breaking Bad, diese US-Serie. Habe ich mir mit meiner Frau angeguckt. Total klasse.
so dieses typische, wenn man lange verheiratet ist und will nicht mehr rausgehen und wenn man lange verheiratet ist. Du, ich habe das mit meinem Ex-Freund schon gehabt, da waren wir, naja gut, okay, wir waren fast 2 Jahre zusammen, wir waren so ungefähr 1,5 Jahre zusammen, als wir Lost durchgesuchtet haben. Aber trotzdem. Vielleicht bin ich auch einfach nur nerdig und faul und lichtscheu und... Da dürftest du nicht bei John und mir zugucken, wir sind richtig nerdig und faul. Weißt du, was das ein geiles Bild ist, wenn wir abends beschließen, ja, okay, komm, Computer aus, wir gehen ins Bett. Und dann hocken wir beide jetzt mit dem iPad da und spielen Hearthstone im Bett. Das schaffe ich gar nicht mehr. Ich schlafe sofort ein. Wenn ich mich ins Bett lege und ein Handheld reinpacke, eine Vita oder so, ich penne sofort ein. Oder auch 3DS. Ich wäre froh, wenn ich so schnell einschlafen würde, ey. Oh, ich kann gut schlafen. Ich mache ja immer, da habe ich glaube ich auch schon jetzt 100 Mal erzählt, aber ich mache ja zum Einschlafen gerne Let's Plays an. Weil ich das mag, wenn irgendwas nebenbei dudelt. Das hat nichts damit zu tun, dass die langweilig wären und ich deswegen einschlafen könnte, um Gottes Willen. Sondern ich gucke die gerne und ärgere mich dann auch manchmal, dass ich, weißt du, ich suche dann schon immer irgendwas, wo es mir nicht so wichtig ist. Wo ich das dann sage, okay, das kann ich dann auch nochmal nachholen oder so. Weil die Let's Plays, die mich wirklich interessieren, sowas wie Watch Dogs zum Beispiel, ja... Da konnte ich nicht schlafen, weil das dann teilweise so spannend war oder mich halt so interessiert hat, dass ich da keine Ruhe gefunden habe. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist falsch, Let's Play zum Einschlafen. Ich baue auch einfach ständig Mist bei Watch Dogs. Ja, wie gesagt, das ist ja, mich dann auf. Ist ja auch keine Kunst. Es wird mir garantiert genauso gehen, wenn ich erstmal weiterspiele. Und ich gebe bei den meisten der Spieleindustrie die Schuld und mache dann direkt ein Video drüber und hasse alle. Danke, sehr Ubisoft. Man darf es ja aufnehmen, zum Glück. Das ist, da muss man eigentlich dankbar sein für. Ja, eben. Das ist schon nicht schlecht, das stimmt allerdings. Wobei ich ja, ich kann momentan sowieso alles aufnehmen. Weil ich kriege eh kein Geld dafür. Ich habe zwar überall übereinstimmende Inhalte, aber scheiß drauf. Interessiert mich nicht, die Bohne. Die verdienen momentan alle Geld an mir und ich krieg nichts dafür. Ja, wenn es soweit ist, also wenn es nur um Claims geht, sage ich auch, ja okay, die Firma verdient das von mir aus. Mhm. Die paar Cent dürfen sie haben. Aber wenn dann irgendwas gesperrt wird nachher, ja, das ist Inhalten, ist blöd. Genau, ja. Da muss man dann halt eben gucken. Weil bis jetzt, wie gesagt, habe ich da Gott sei Dank keine Probleme gehabt. Das ist meist bei Musik, glaube ich, dass in die Tonspur gesperrt wird. Boah, jetzt hatte ich aber Schwein. Ja, eben, das kann natürlich durchaus passieren. Bis jetzt hatte ich das aber Gott sei Dank, glaube ich, noch nicht. Ich meine auch, dass das ja dasteht. Also wenn man bei übereinstimmende Inhalte draufklickt, dann kann man ja lesen, was genau jetzt das Problem ist und ob da was gesperrt wurde oder so. Ja. Und das geht bei mir bisher. Oh, ich habe zumindest überlebt. Hm. Platz 2, huhuhu. Ich hatte das bei Tales of Xillia am Anfang. Mhm. Da kommt dann plötzlich dieses Anime-Intro und Musik im Hintergrund und da war das sofort Tonspur komplett gesperrt und dann musste ich das rausmuten und ersetzen. Ja, weil gerade Intros sind natürlich eine gefährliche Sache, da sind sie teilweise echt pissig. Gerade so bei Animes und so ein Kram. Aber wie gesagt, Nintendo ist da augenscheinlich noch ganz okay mit. Also, wobei, ich weiß, bei Tomodachi Life habe ich ein Let's Play geguckt, da gab es auch anfangs bei vielen Parts richtig fett Probleme. Obwohl der von Nintendo sogar unterstützt wird. Wo ich auch gedacht habe, so, hä? Wo ist das Problem? Aber der konnte es dann irgendwie klären, dass es zumindest ab, ich glaube, paar 10 oder so war es dann in Ordnung. Oh Gott. Aber das ist schon ärgerlich, gerade wenn man dann eigentlich die Unterstützung hat und schon Let's Playen darf und so. Dass dann noch sowas auftritt, ist dann natürlich umso ärgerlicher. Bei Bayonetta hatte ich Glück. Da gibt es ja am Ende von Bayonetta 1 und am Ende von Bayonetta 2 zwei Songs, die im Original abgespielt werden. Mhm. Und im Spiel kommen diese Songs halt die ganze Zeit als Remix vor und sind kein Problem, die werden nicht geclaimed. Mhm. Aber die Originale am Ende werden geclaimed, aber zum Glück nicht gesperrt, die Tonspur. Ja, wenigstens etwas, ja. Und das hätte ich es ja rausnehmen müssen und das wäre wirklich schade, weil die Musik ist wirklich ein wichtiger Teil von Bayonetta. Finde ich. Kann ich nicht beurteilen, ich kenne das Spiel nicht. Dann erkläre ich dir auf jeden Fall, das ist sehr wichtig in Bayonetta. so ein ganzes Kunstkonstrukt einfach. Bild und Musik passen da einfach voll rein und gehören zusammen. Kann ich mir aber gut vorstellen. Also ich meine, so ging es mir mit Mario Kart. Ich habe die Musik ja ohne Ende gefeiert. Ich höre gerade wieder nichts an Musik, aber ist okay.
Ich habe ja jetzt dich auf den Ohren, das ist ganz kompliziert. Ich muss dir was umstecken, damit ich spielen und gleichzeitig skypen kann. Oh je, arme Gonzo. Ich habe hier alles voller Kabel, ich muss dir mal irgendwie ein Foto schicken oder so. Hast du Twitter? Ja. Wie die ganze Verkabelung hier aussieht. Du, bei mir sieht's aber auch nicht schön aus, das ärgert mich ohne Ende. Ich habe echt die Hoffnung, dass wenn wir endlich umziehen, dieses Jahr irgendwann mal, dass ich dann vielleicht die Chance habe, das irgendwie geschickter zu lösen. Aber ich, boah, ja, keine Ahnung, muss ich mal sehen. Ich will auf jeden Fall irgendwie meine Konsole umstellen vielleicht, dass ich vielleicht, ich sammle mein Item immer zu spät ein, so eine Scheiße. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie nervt mich das mit der Verbindung zum Fernseher und zum Laptop und dann 300 Kabel durch die Gegend und ich muss mir da echt unbedingt was einfallen lassen. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht hilft es auch schon einfach wirklich mal so eine Kabelbinder zu besorgen, dass man das alles ein bisschen mehr beisammen hat. Dass es nicht mehr so übelst übertrieben ist, aber... Kannst du einfach Tesafilm nehmen und, Ja, zusammen, klar, kann man auch machen. Ja, wickelst das Kabel... Oh, der Wichser hat eine Bombe gehabt! Wickelst das Kabel zusammen und klebst es in der Mitte zusammen. Ja. Habe ich auch gemacht. Oh. Ich muss mir auf jeden Fall mal Gedanken machen. Das Schlimmste ist eigentlich, dass es so mitten im Raum liegt und ich versuche das dann immer unter den Teppich zu holen, dass es dann nicht... dass die Katzen das nicht alles kaputt machen und naja, irgendwie schaffen sie es trotzdem immer wieder und ach... Ich habe zwei Kabel unterm Wohnzimmerteppich und eins ist schon aufgebrochen, das ist das Internetkabel. Ups. Das hat so eine harte Hülle und die ist auf und da liegen jetzt die ganzen feinen, dünnen Drähte, die aber auch noch isoliert sind, keine Sorge, die liegen unterm Teppich. Mann, Mann, Mann. Solange sie unterm Teppich liegen, ist ja alles cool. Es ist aber nur die Internetverbindung zum Laptop, das ist nicht so wichtig, der ist uralt. Na dann. Der braucht kein Internet. Der wurde erfunden, auch kein WLAN. Der gab es noch nicht. Was? Deswegen hat er auch kein WLAN, weil er uralt ist. Ja, er hat WLAN, aber WLAN ist langsam. Ach so. Ja, das stimmt allerdings, wobei ich sagen muss, ich merke den Unterschied gar nicht so dramatisch. Also ich habe auch die meisten Geräte per WLAN verbunden. Und mein Laptop, meine kleine Rennmaschine. Ich sag immer Rennmaschine, weil der ist halt top ausgestattet. Und eben für Spiele und Videobearbeitung durchaus geeignet. Oh. Den habe ich per Direktkabel angeschlossen, weil ich mit dem ja auch meine ganzen Videos uploade und alles. Und da habe ich halt die Hoffnung, dass das besser ist als über WLAN. Aber ich merke den Unterschied jetzt nicht so arg, muss ich sagen. Beim Speedtest bist du mit WLAN die Hälfte, weil ich habe ja hier meine 50 MB-Leitung. Die kriege ich auch fast voll ausgereizt, wenn ich über LAN gehe. Über WLAN kriege ich meistens so 25 bis 30. Mhm. Das macht schon einen Unterschied, aber wie gesagt, ich merke es im Alltag eigentlich kaum, ob es jetzt so oder so ist. 25 Mbits ist ja auch schon viel. Ja, aber ich verbinde ja auch noch die Geräte untereinander. Das heißt, mein Laptop, mein PC, meine Konsolen, die sind ja mit dem Router verbunden. Na klar. Und wenn ich da jetzt große Datenpakete rüber sende, geht das halt schneller, wenn alle am Kabel hängen. Ja, eben, so gesehen schon, ja. Weil ich gerne mal sehen möchte, wie du deine... Naja gut, okay, die Konsolen schon. Ich habe jetzt gerade bei Konsole irgendwie an 3DS gedacht. Den 3DS jetzt per LAN anzustecken, wird schwierig, glaube ich. Das, ja, das wäre eine Herausforderung. Du bist ja eigentlich jetzt nicht so der Nintendo-Spieler, außer dass du jetzt halt die Wii U hast. Ja. Aber, ein 3DS. Ich wollte gerade sagen, hast du mit dem 3DS irgendwas am Hut? Ich habe den 3DS. Ja. Und, ich glaube, ein Pokémon-Spiel habe ich dafür. Yeah, Pokémon! Pokémon Y. Da weiß ich schon, was wir demnächst zusammenspielen. Pokémon. Ja, ganz ehrlich, ich habe damals die erste Generation natürlich gespielt. Mhm. Und habe die zweite Generation dann auch noch live miterlebt. Ab der dritten bin ich irgendwie abgestorben. Und seitdem habe ich nie wieder das Zeug angefasst und ich habe dann aber durch meine Let's Play-Tätigkeit, also nicht Let's Play machen, sondern Let's Play gucken, habe ich eben mitbekommen, dass jetzt die sechste Generation kommt und so. Und da habe ich gedacht, Mensch, ach, guckst du es dir halt mal an. Beziehungsweise hatte ich kurz vorher schon mal irgendwann die fünfte Generation mir ein Let's Play angeguckt und das hat mich halt so mehr oder weniger mitgenommen. Das war halt so, ja, okay. Ist halt, ne, alles ein bisschen alt, neu, peppig, keine Ahnung, durcheinander, ich komme nicht mehr mit. So, und dann sechste Generation, ich dachte, boah, cool und neu und Grafik und hey. Und dann habe ich mir ein paar Parts in Let's Play angeguckt und dann fand ich das so cool, habe ich mir es selber gekauft. Und ich gesagt, okay, das wird das erste Pokémon, was ich mal wieder mitspiele.
Und ich hab's durchgespielt. Es ist eins der wenigen Spiele, die ich mal durchgespielt habe, ohne dass ich ein Let's Play gemacht habe. So ähnlich hatte ich mir das auch gedacht. Ich habe dich, glaube ich, getroffen. Ja, hast du, Miststück. Ich bin dann auch nach der zweiten Generation ausgestiegen, weil es wurden einfach zu viele Pokémon. Ja, genau. Und die haben das gerebalanced und so, damit das fairer ist. Und ich hasse ja Balancing, weil ich ja eigentlich Solo-Spieler bin. Ich liebe Solo-Spiele und ich will nicht gezwungenermaßen online spielen müssen und ich will nicht, dass mein Spiel andauernd nachgebalanced wird, weil irgendwelche Online-Spieler nachts unter der Dusche heulen, weil sie wieder irgendein Spiel verloren haben. Ja, okay. Nach Dark Souls war das ganz schlimm. Dark Souls 2 ist so dermaßen gebalanced, dass man sich überhaupt nicht mehr overpowern kann. Okay. Weil sich einfach zu viele Online-Spieler beschwert haben, dass sie andauernd gekillt werden von Phantomen. Aber das ist der Sinn von schwarzen Phantomen, dass man von denen gekillt wird. Sie sollen einem ja Angst machen. Das ist fucking Dark Souls. Diese kleinen Kinder. Ja, okay. So. Aber das ich kann verstehen, was du meinst, so grundsätzlich. Dass dieses Rumgeheule hasse ich auch wie die Pest. Es war jetzt auch beim Hass und Turnier von John. Der hat ja dann im Turnier teilgenommen von GameStar und dem Netzwerk da und so. Also, die hatten ja eigentlich erst eine Regel gemacht, dass ich glaube, halt irgendwie, also so overpowerte Karten und ich glaube, Legendaries durften nicht genommen werden oder irgendwie ganz seltene Karten. Ich weiß nicht, also jedenfalls gibt es da so eine mehr oder weniger bekannte Turnierregel, sag ich mal, wo halt bestimmte Karten einfach nicht mitgenommen werden sollen. Ja. Und das fand ich halt auch echt cool, weil dann kam es halt auch ein bisschen auf Skill an, ne? Dass man wirklich mit den Karten, die man halt eben nur da nehmen darf, auch was anfangen kann. Und dann ging das Rumgeheul los. Ja, ich hab noch gar nicht so viele Karten, und was ist denn das, und das ist ja doof, und das ist ja voll eingeschränkt. Ja, also ich hab das in diesem Gruppenchat da mitgekriegt, wo John halt mit drin ist. Ne? Ich gesagt, was soll denn die Scheiße? Ja, und dann haben die Tatsache ein paar Tage vorher die Regeln geändert. Ich gedacht, was soll denn die Scheiße? Wenn ich Regeln aufstelle für ein Turnier, dann stehen die, und dann können die Leute rumjammern, wie sie Bock haben. Ja, das ist doch scheiße. Ich finde das aber auch blöd bei Yu-Gi-Oh! Spielen. Dass ich Karten nicht benutzen darf. Und da reden wir wieder vom Solo-Spiel, weil ich Yu-Gi-Oh! Irgendwie immer in den Solo-Spielen spiele, also in den Solo-Modus. Und da will ich doch alle Karten benutzen, weil ich habe das Spiel doch gekauft. Und das ist ein virtuelles Spiel, wo ich gegen Computer kämpfe. Und da will ich doch verdammt nochmal alle Karten, die im Spiel einprogrammiert sind, die ich quasi bezahlt habe, auch benutzen. Ja, wenn es halt so ein Einzelding ist, warum nicht? Aber gerade bei Hearthstone ist ja nun mal auch so, dass du halt Karten kaufen musst teilweise, um sie irgendwie zusammenzukriegen. So, und jetzt kann natürlich einer hingehen, 500 € Karten kaufen und hat vielleicht ganz viele Karten. Und der Nächste, der hat halt nicht die Mittel dazu, der hat halt nur ganz wenig Karten. So, und deswegen gibt's halt diese Regel, dass bestimmte Karten halt nicht erlaubt sind, damit das ein bisschen ausgeglichen ist. Jetzt sind wir wieder beim Balancing. Finde ich aber für so ein Turnier trotzdem ganz gut, weil sonst hast du als Anfänger ja einfach keine Chance, weißt du? Und dann kommt es, wie gesagt, einfach auch ein bisschen auf Taktik und Skill an. Und das haben sie damit natürlich dann komplett rausgenommen, als sie dann gesagt haben, ja, es können alle Karten genommen werden. Ja, super. Ja, das stimmt schon. Das fand ich einfach, ich fand's schwach. Ich finde das einfach charakterschwach, sowas. Wenn man so nur, weil da irgendwelche Leute rumheulen, dann sagt, ach komm, dann ändern wir die Regeln halt doch noch. So aus Angst gehatet zu werden oder was? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich einfach so nur aus Mitleid. Und furchtbar. Es gibt auch Schlimmeres. Kommen wir zurück zu Pokémon Y. Ja. Wo ich mir dann übrigens dann gedacht habe, da steige ich wieder mit ein. Ich hole mir den 3DS, ich hole mir dieses Pokémon-Spiel. Und eine ganz krasse Idee, dass ich mir eine Smartphone-App hole, eine Pokédex-Smartphone-App. Weil ich kenne ja die ganzen neuen Pokémons ja alle gar nicht mehr und das gebalanced Elementsystem und sowas. Da kann ich dann tatsächlich dieses Spiel spielen, als wäre es neu, mit einem Handy als Pokédex. Und das gab es ja damals nicht, als das Spiel rauskam, dass man so Smartphones hatte. Hast du mich gerade getroffen, Penner? Ich hasse ja, mich. Aus weiter entfernt. Das war versehentlich. Aber die Idee fand ich einfach krass, einen eigenen Pokédex in der Hand zu haben, während ich Pokémon spiele. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Das gefällt mir. Die App will ich auch mal wissen. Ja, irgendeine Dexter Pokédex. Okay. Kostenlose App fürs Handy. Also ich habe Pokémon X gespielt, Tatsache. Mhm. Und ich habe mir aber das Lösungsbuch geholt. Ich bin ein kleiner Lösungsbuch-Freak. und habe halt, es gibt ja einmal das Lösungsbuch für die Story und dann gibt es ja noch ein zweites Buch, wo halt zum großen Teil der Pokédex drin ist und noch so ein bisschen was After-Story angeht. Und das fand ich halt durchaus nicht schlecht, da mich dann eben mit dem so ein bisschen zu befassen und das Ganze so mitzukriegen. Aber wie gesagt, ich finde,
dass die 6. Generation für Neueinsteiger richtig gut gemacht war. Also auch für Wiedereinsteiger wie mich halt. Hat mir verdammt gut gefallen, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich habe halt wieder ein bisschen Bock auf Pokémon gekriegt, muss ich echt sagen. Ich habe allerdings, also ich habe mir das Remake von, Omega Rubin und Alpha Saphir, jedenfalls habe ich mir das Remake gekauft. Ja. Weil ich auch dachte so, joa, das hat ja jetzt so viel Spaß gemacht, dann, ne, machst du halt mal. Aber da habe ich bis jetzt angefangen und irgendwie dann bin ich da wieder abgestorben. So ganz typisch. Da habe ich eine ganz interessante, wie heißt das nochmal, Multiple Worlds Theory. Also auf jeden Fall mehrere Dimensionen Theorie von Game Theorists angehört zu Pokémon. Weil es ja, in diesem Remake gibt es ja jetzt diese Mega-Verwandlungen. Die gab es ja damals nicht. Genau. Und es gibt ja ein extra Bonus-Ende, so eine Story noch am Ende. Echt, ja. Und spoiler mich dann, nicht! Es gibt mehr als damals. So, kriegst mehr Story am Ende. Okay. Und der Typ, der das macht, erwähnt, dass es quasi eine andere Dimension ist, wo etwas stattgefunden hat, was eigentlich nicht stattgefunden hat in Pokémon und deswegen nun die Naturgesetze etwas anders sind. Okay. Und dieser Typ, der Game Theorist Matt Pat, der macht da gerne mal so geile Theorien. Und er macht eigentlich auch so Videos, wo er dann Szenen reinschneidet und mit geskriptetem Text und so. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen inspirieren lassen. What's up, dass mein nächstes Off-Topic ist. da habe ich den auch verlinkt, den Game Theorist, aus einem bestimmten Grund. Aber der macht das einfach genial, das ist total lustig. Wenn du halt Englisch verstehst, ich gehe davon aus, dass du Englisch verstehst, ja? Zum großen Teil schon, ja. Ja. Da hatten wir auch letztens eine schöne Diskussion. Wir jumpen ein bisschen durch die Themen, aber es macht ja nichts. Beim Horror-Livestream von John, da haben wir Life is Strange angespielt. Und da wurde das Problem an Life is Strange, es ist halt nur auf Englisch spielbar. Es gibt allerdings auf Steam wohl einige User, die sich da zusammengesetzt haben und eine deutsche Übersetzung möglich gemacht haben. Mhm. Und da wurde dann so ein bisschen diskutiert, dass so nach dem Motto, ja, warum müssen das Leute machen, die dafür nicht mal Geld kriegen? Das ist Aufgabe der Entwickler, sowas da nachzuliefern. Und dann kamen wieder so Leute von mir, ja, aber ich spiele das halt auch gerne auf Englisch. Wobei ich nun mal sagen muss, Life is Strange ist ein Spiel, was sehr textlastig ist. Da ist verdammt viel Text zu lesen. Und ich persönlich, ich liebe Englisch grundsätzlich. Und ich finde es auch toll, wenn Leute Englisch sprechen. Das finde ich irgendwie anziehend. Und es ist eine tolle Sprache, um mitzuhören. Und ich kann es lesen verstehen. Ich kann es beim, Hören verstehen, habe ich manchmal schon Schwierigkeiten, wenn es zu schnell wird. Aber wenn es so arg viel wird, habe ich einfach partout keinen Bock. Weil wo ich dann sage, Deutsch ist meine Muttersprache und wenn ich es auf Deutsch kriegen kann, dann nehme ich es auch auf Deutsch. Oh, ich habe ganze Staffeln How I Met Your Mother auf Englisch geguckt. Ja, genau, das war dann gleich die nächste Diskussion, ne? Von wegen bei Serien, die deutsche Synchro, bäh, pfui und so. Wo ich mir sage, ja, mein Gott, wenn ich mir die Englischen nie angeguckt habe, dann kann die Deutschen nicht so schlimm sein, ja. Das kommt ganz auf die Serie an. Big Bang Theory würde ich dir absolut im Englischen empfehlen, da auf jeden Fall. Genau, weil es gibt wohl auch oftmals so Geschichten, dass dumme deutsche Übersetzer so Eigennamen versuchen zu übersetzen, was total schwachsinnig ist, weil es halt nun mal ein englischer Name ist und so Geschichten. Das kann ich ja auch alles noch verstehen, aber ich finde es trotzdem zu anstrengend, irgendwie Englisch. Bei Big Bang Theory hast du ja auch diese ganze Nerdkultur und sowas und Videospielbegriffe und die werden einfach erstmal falsch übersetzt und noch dazu passen die Stimmen auch einfach nicht rein. Und die Charaktere entwickeln sich halt nach ihren Schauspielern mit der Zeit und dann passen diese deutschen Synchronstimmen einfach nicht mehr zu den Schauspielern, wie sie sich mit der Zeit entwickelt haben als Charaktere. Ja, okay. Weil Penny ja nicht, erst ist sie dieses dumme Blondchen und bekommt diese piepsige, krakelnde Stimme. Und später ist sie aber diese, eher diese Landpomeranze, die mit einem Baseballschläger in der Hand aufgewachsen ist. Und auch mal einem Nerd kräftig in die Eier tritt und den Jungs hilft. Und da passt diese quiekige Blondinen-Tussi-Stimme nicht mehr. Und im Original hat die halt auch so eine kratzige. Die kann auch kratzig dunkel sprechen. Das passt viel besser dann. Dieses Raue. Ja, gut. Ui. Aber bei How I Met Your Mother, da ist die deutsche genauso gut wie die englische. Merkst du eigentlich kaum Unterschied. Ich habe gar nicht mitbekommen, ob ich jetzt gerade die englische höre oder die deutsche. Ist beides einfach wunderbar. Ja, immerhin. Dann ist die deutsche Synchro aber auch gut. Dann kann man da nicht mal was sagen. Ja.
wenn das schon so ist, so wie du sagst, dass man es einfach nicht mehr wirklich registriert, ob es jetzt Deutsch oder Englisch ist, dann ist das ja in Ordnung. Aber ja, ich bin halt auch nicht so, ich weiß nicht, so die Serien, die du da jetzt so angesprochen hast, das sind voll nicht meine Serien. Die sind mir einfach zu stupide, ja. Das war schon immer so, ich habe das schon immer gehasst wie die Pest, ja. Das ist, nee. Also was ich an Serien gucke, das waren so Sachen eben so Lost. Charmed habe ich noch gesuchtet, aber da hört es dann auch schon fast auf eigentlich. Was habe ich sonst an Serien noch geguckt? Fällt mir nicht viel ein. Oh ja, The L-Word. Das ist eine Frauenserie. Ja. Ist schön, dass du die kennst. Wieso habe ich das geahnt? ich erinnere mich an daran, dass es Lesben. Das war alles. Ja, eben, ne? Was anderes. Es gab keine Story, es waren nur Lesben. Genau, das bleibt hängen, ein Leben lang. Ja, so siehst du schon aus. Ei. Nee, das hat mich damals halt tatsächlich interessiert, weil es auch Phasen in meinem Leben gab, wo ich mich mehr zu Frauen hingezogen fühlte und dann konnte ich mich mit der Protagonistin da eigentlich ganz gut identifizieren, die ja auch nicht so richtig wusste, wo sie hin will. Das hat mir damals einfach echt gut gefallen. Ich fühlte mich auch schon sehr von Frauen hingezogen. Ja, natürlich. Immer. Gerade wenn es zwei Frauen auf einmal waren, die gerade miteinander zu tun hatten, ne? Auch im Kindergarten schon. Das ist. So, unser Part ist eigentlich längst voll. Wir müssen das Ende wohl rausschneiden. Alles ab L-Word. Genau. Nein, Quatsch. Wir machen jetzt eine letzte Runde zusammen. Und dann hat sich das halt erledigt. Dann war's das. Dann müssen die Zuschauer gehen. Dann machen wir das wie letztes Mal und spielen dann noch 2 Stunden offscreen. Ich glaube, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Schlaft gleich ein. Oh, ich habe letztens mit einem Videogame-Impact, der hat mir auch geholfen bei Dark Souls Koop. Und da haben wir auch noch so lange geredet. Unglaublich. Ja, ne? Ich sag ja, du bist ein cooler Typ, mit dir kann man stundenlang reden. Es lag natürlich nur an mir. Das ist absolut. Ja. Ich hoffe, er guckt das jetzt nicht. Er ist auch voll der coole Typ. Also er hat mir auf Facebook geschrieben, hat er mich angeschrieben, also mit seinem normalen privaten Account. Und ich habe ihn zuerst natürlich nicht erkannt. Und bin dann so die Liste durchgegangen von Sachen, die er liked und toll findet. Und irgendwann kommt dann dieses Foto von Wolverine in einem Volvo und drüber stand Wolverine. Das fand ich geil. Das ist auch, der Typ ist klasse. Guck mal, das Spiel hat gerade gesagt, dass wir nicht weiterspielen dürfen. Wieso? Also bei mir war Fehler in der Datenübertragung. Na, bei mir ist alles, toll. Ich kann bei dir auch teilnehmen. Na gut, ich guck mal, was passiert, wenn ich bei dir teilnehme. Ich lass mir doch jetzt die letzte Schlacht nicht nehmen, da kann der Part noch so fett werden, ist mir doch egal. Ich sehe dich noch da. Ja, ich bin aber nicht da. Haben wir denn irgendeinen Punktestand? Weil ich habe gar nicht geguckt, wie ich gespielt habe. Ich kann es ja mal versuchen auszuwerten beim Rendern und alles und dann versuche ich das als Einblendung noch mit einzubringen. Aber ich weiß, dass ich 2-3 Mal besser war als du. Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich noch an The L-Word und am besten nimmst du genau. Das als Titel für die ganze Folge. Und gucken, wer alles draufklickt. Ja. Oh mein Gott. Ja, ist vielleicht Tatsache Klickwunder dann. Also. Am besten packst du noch irgendwo Möpse mit rein und in Thumbnail. Apropos Möpse, ich weiß, dass bei dir die Leute immer sagen, Möpse sind im Bild zu sehen, damit du wieder zum Video kommst, wenn du durch die Wohnung tigerst. Lieber Videogame Impact. Danke für die Anmerkungen. Wenn Möpse im Bild sind. Mann. Machen wir ein bisschen Werbung. So, wir schauen jetzt dem guten Gonzo beim Warten dazu und ich warte und ich schaue zu bei Gonzo, wie er fährt so. Also ich glaube, einer steht nur dann aufgegeben und wir hauen jetzt zu zweit auf ihn ein. Ey, du bist Erster, weißt du das? Der andere aber auch, wir sind zu zweit Erster. Wir sind nur 2 Leute und der Dritte, der steht da, anteilnahmslos. Jetzt sehen wir wenigstens einmal in diesem Part, wie du spielst. Ist ja cool. Ja. Und ich habe keine Waffe. Da siehst du, da stehen die rum. So. Die kämpfen. Und trinken eine Waffe. Die haben auch schon aufgegeben, die haben keinen Bock mehr. Voll abgeschossen. Zack, war rein Geist. Dann der Nächste, bitte. Wieso kämpfen die? Sind bestimmt schon am Controller eingepennt. Ja, die haben wahrscheinlich keinen Bock, weil zu wenig Leute sind. Andauernd die Datenrate hier zusammenbricht. Ach so. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob das irgendwie mit dem Server von Nintendo jetzt zu tun hat oder ob das mit Mario Kart zu tun hat oder mit uns oder keine Ahnung. Diese Abbrüche. Das hatten wir vorhin vor der Aufnahme schon mal. Jetzt hat es sich ja eigentlich ganz gut hingezogen. Bis es jetzt eben gerade, wie gesagt, wieder abgeschmiert ist. Aber ich lasse mir die letzte Runde nicht nehmen. Ist mir scheißegal, wie lang dieser Part wird. Schießt einander vorbei. Das gibt keinen.
Was machst du denn da? Oh Gott, eine Bombe. Erwischt! Jetzt haben wir das nicht gesehen. Habe ich nicht einen Rückwärtsgang? Doch, ja, da. Okay. Einparken in 3 Zügen. Wie weit bist du mit dem Führerschein? Ich war ja jetzt 2,5 Wochen lang krank, da konnte ich nicht. Ach ja, stimmt. Und jetzt habe ich 2 Tage lang am Stück versucht, meinen Fahrlehrer mal anzurufen und geht nicht ran. Pff, toll. Ja, ist blöd. Und morgen geht nicht. Morgen ist Sonntag. Ja, ist wohl so. Ja. Hast du deine Sonderfahrten schon? Ich glaube, ich hatte eine auf der Autobahn. Cool. Er hat dich gebrutzelt. Ist nur fair. Ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt noch ziehen kann. Das finde ich jetzt zweit. Na, eigentlich hast du ja unten rechts einen Timer. Irgendwann ist die Zeit zu Ende. Irgendwann. Oh, er hat 3 Panzer. Ich habe nur 1 Panzer jetzt. Das ist unfair. Oh, wie süß. Ja. Okay. Das Gesicht von Link war ja gerade geil. Herrlich. So, letzte Runde. Ich würde sagen, er hat fair gewonnen. Guck mal, jetzt sind wir auch wieder ein paar mehr Leute, weil ich da bin. Cool, oder? Oh, wie geht's? Schön. Ja, ich sehe mehr Leute, genau. Ja, wir sind jetzt 6... Ja, 10. Cool. Läuft jetzt eigentlich deine Aufnahme noch? Ja, ja, alles klar. Ich alles bin, am Stück ich, so? Ich habe jetzt schon alles aufgenommen. Wir haben jetzt wenigstens die Bilder von dir mit drin, dass da mal ein bisschen was von dir zu sehen war. Du hast das sehr souverän gemeistert, muss ich mal sagen. Wunderbar. Ich hatte keine andere Wahl. Eigentlich wollte ich dich vorhin ja interviewen, was du von dem neuen Nintendo 3DS hältst. Den habe ich noch nicht. Ja, das war jetzt nicht die Frage. Ach so, was ich generell von dem halte. Ja. Also ich finde, dieser Analogstick, der rechte, der sieht beschissen aus. Da würde ich eigentlich warten, bis da mal ein ordentliches Schiebepad mit dazukommt, zumindest. Also bis sie das nochmal redesignen. Mhm. Machen die ja gerne mal. Ja. Oh! Fehler bei der Datenübertragung, ich könnte kotzen! Jetzt sind alle wieder da. Bist du da? Nein. Nein, bei mir jetzt auch Fehler bei der Datenübertragung. Alle weg. Alle weg. Oh, nee! Willkommen bei Kalikikos Fehler bei der Datenübertragung. Party, Party! Gut, wir schneiden nochmal. Ein neuer Versuch. Ja? Hier. Ich spreng sofort den Rahmen. Wieso? Ich werde die ganze Zeit gerade am reinstammeln. Wissen wir sind auf Sendung. Ja, wir sind auf Sendung. Ich lasse mir die letzte Strecke nicht nehmen. Und wehe, das klappt jetzt wieder nicht. Ich bin eben eine Runde alleine gefahren, bis jetzt Gonzo wieder joinen konnte. Und jetzt geht's los. Also, jetzt hört's eigentlich auf, aber, also, ihr wisst schon. Weißt du überhaupt jetzt, wo du einen Schnittpunkt zum Aufhören hast? Wie zum Aufhören? Wenn du jetzt wieder reinschneidest, musst du ja wohl irgendwo rausgeschnitten haben. Ja, klar. Beim L-Word? Nö, du, dein Versuch von eben haben wir noch gesehen und dann bei der Fehler bei der Datenübertragung, da mache ich dann halt wieder irgendwie einen Cut. Ach so. Der zwar jetzt nicht angekündigt wurde quasi, aber das sehen die Leute dann schon, da mache ich mir keine Sorgen. Ja. Alles wird gut. Der Part wird zwar übelst lang jetzt, aber was soll's. Ist ja ein Mittwoch-Special. Mittwoch-Specials können auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Ich werde den wieder überall posten. Ja, sehr gut. Ja, ich hab gestaunt. Also ich glaube, ich müsste tatsächlich mal anfangen, mehr Werbung für meine Videos zu machen, weil ich habe mir das bis jetzt immer geklemmt, da die Leute auf Facebook mit zuzuspammen. Aber auf der anderen Seite, ja, doch, man macht doch eben aufmerksam. Es macht doch Klick-Unterschiede. Die Leute spammen auch ganz anderes Zeug auf Facebook, was sie gerade wieder auf dem Klo rausgedrückt haben oder so. Und dann kann ich auch gerne mal meine Videos da hochladen. Ja, das stimmt allerdings. Das hat ungefähr denselben Unterhaltungswert. Ja. Da denke ich mir, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Hast du eigentlich recht. Und wenn ich irgendwann mal was werden will, dann muss ich das wohl sowieso tun. Ich sträube mich noch dagegen, aber irgendwann muss ich ja mal anfangen, groß zu werden. Ich bin auch in einer YouTube-Push-Gruppe angemeldet auf Facebook, wo halt jeder einfach nur reinspammt, aber man kann eventuell schon Aufmerksamkeit da ergattern. Sollte ich vielleicht mal tun, ja. Ist eigentlich eine gute Idee. Ey, hört mich da schon. Meine Dark Souls Guides, die liefen auch recht gut. Ich weiß gar nicht warum, eigentlich. Ach, Guides laufen immer gut. Muss ich nicht. Ich dachte, Dark Souls ist schon so alt. Es wurde schon so oft Let's Played. Und
Aber es ist doch ein Dauerbrenner. Und vor allen Dingen gerade, wenn da aktuell was anderes, ein Nachfolger läuft, dann gibt es ja immer Leute, die den Vorgänger noch nicht gespielt haben und vielleicht dann dadurch zum Vorgänger kommen und sich eben dann deshalb jetzt erst über das informieren, was da so gewesen ist. Ja, okay, das macht absolut Sinn. Das war reiner Zufall. Mich regt halt immer auf, dass ich, wenn ich irgendwen dieses Spiel Let's Playen sehe, dass er dann die ganzen geilen Sachen nicht mitnimmt. Ja! Man kann von Anfang an so viele geile Sachen machen und die Leute spielen das ja nicht blind. Die spielen das zum so und so vielsten Mal, nehmen es dann aber nicht mit. Ich versteh's nicht. Also, ne, das ist warum, ja das, was mich bei deinem Watch Dogs Let's Play gestört hat. Das geht ja einfach nur um die Hauptstory. Da gibt's auch so viele andere tolle Dinge zu entdecken. Da hätte ich aber überall noch gefailt. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ich habe diese dämlichen Antennen noch gesucht. Ja, ab und stimmt. zu. Wenn ich keine Zeit mehr für eine Mission hatte. Und so eine Mission hat sich ja auch mal über 3 Teile gestreckt. Über 3 Parts. Ja. Und da brauche ich ja Zeit, die aufzunehmen am Stück. Ich kann ja zwischendurch nicht speichern. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch speichern kann. Schrecklich. Ja. Hey, das ist in der Tat, wenn das bei dir so zeitlich immer so begrenzt ist, ist natürlich blöd, wenn du dann keine Möglichkeit hast zu speichern. Ne? Das ist scheiße. Ja. Aber bei mir ist das ja Gott sei Dank kein Problem. Zumindest noch nicht. Ich meine, wer weiß, wenn ich irgendwann mit John zusammen wohne und dann irgendwann mal Kinder da sind, dann ist das auch wieder ein anderes Thema. Zumal es theoretisch passieren kann, dass wir von Anfang an zu dritt wohnen. Katzen? Nee, wir wohnen zu viert, aber dann wären wir zu fünft eventuell. Das wird mir zu viel. Ja. Gut, Leute, das muss es gewesen sein. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich glaube, du warst dieses Mal besser als ich. Wir werden das auswerten und ich werde es einblenden, wer diesen Part gewonnen hat. Viel Spaß dabei. Genau. Ich wünsche euch was. Ich danke euch fürs Zusehen und bis dann, bis bald und ciao. Darf ich auch noch? Ja, klar. Okay, danke, dass ich dabei sein durfte. War mal wieder total witzig. Trotz der Abstürze. Und wir haben uns auch dazwischen ja gut unterhalten. Zwischen den Abstürzen. Macht's gut, ciao und bye bye. Euer Gonzo.